Matthias Mauksch folgt also auf René Rielewitz beim BFC als neuer Trainer. Herr Mauksch, wie kam der Wechsel zum BFC Dynamo zustande? Ja, erstmal wahrscheinlich durch die Ergebnisse, die der BFC erzielt hat. Und das war dann wahrscheinlich die Möglichkeit, dort den Trainer halt zu verpflichten oder zu wechseln. Haben Sie gleich gesagt, kommt für mich in Frage, ich bin dabei. Ja, ist auf alle Fälle. Ich sag mal, man kennt es aus der Tradition, es waren ja prestigeträchtige Duelle gegen Dynamo Dresden und BFC Dynamo. Da ging es immer heiß her. Deswegen wusste man schon, dass man auf einen Traditionsverein trifft und natürlich ähnlich wie Dynamo Dresden eine lange Kette von Erfolgen vorzuweisen hat. Vielleicht in letzter Zeit der BFC nicht so große und deswegen wusste man schon, welcher Verein dort auf einen zukommt. Jetzt haben Sie ein paar Trainingseinheiten hinter sich, Spiel gegen Malzdorf gewonnen. Was sind so die ersten Eindrücke? Wo muss man ansetzen zur Rückrunde? Ja, ansetzen ist so, die Tabellensituation sagt es ja. Ich sage mal, es geht um Abstiegskampf und da sind Prioritäten halt, dass das Abwehrverhalten ordentlich ist, dass man, wenn möglich, dort aus einer gesicherten, tief gestaffelten Abwehr dort schnellstmöglich nach vorn spielt. Das sind zum Beispiel so Ansätze. Man sieht, dass im Training ordentlich mitgearbeitet wird und ich hoffe, das wird die Wochen genauso weiterlaufen und im Hinblick auf den Saisonstart gegen Chemnitz, das muss man ordentlich präsentieren. Würde es transfertechnisch noch Veränderungen geben in der Winterpause? Das weiß ich nicht. Wir müssen immer gucken, ich sag mal, was da machbar ist oder nicht. Wir gucken jetzt uns mit dem Kader, beschäftigen wir uns jetzt, der vorhanden ist und versuchen auch dort das optimal rauszuholen. Sie waren vor Lotte schon in der Regionalliga Nordost bei Fürstenwalde unterwegs als Trainer, haben da eine sehr junge, hungrige Truppe trainiert. Ist es vorstellbar, dass man einige von den Jungs vielleicht demnächst, jetzt im Winter schon oder im Sommer, beim BFC dann auch sehen wird? Das weiß ich nicht. Natürlich hat man immer noch Kontakt. Man verfolgt ja die Geschehnisse jetzt in Fürstenwalde genau oder weiß zumindest gewissermaßen auch ein bisschen ein paar Hintergründe. Aber im Endeffekt muss man dann sehen, wie weit das Sinn macht, welche Spieler dem BFC überhaupt weiterhelfen. Unsere Zuschauer in den sozialen Netzwerken haben auch Fragen gestellt, die wir weitergeben wollen. Ist es denkbar, dass Jugendspieler den Sprung zur ersten Mannschaft schaffen werden beim BFC unter Ihnen? Ich hoffe, dass es so ist. Ich sag mal, ich bin jetzt seit Mittwoch da, natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt die ganze Nachwuchsarbeit bis von U19, U23 alles anzusehen, aber das wird gegebener Zeit der Fall sein. Und wenn da wirklich noch ein Talent schlummert, bin ich der Letzte, der sagt, nein, es geht nicht. Denn ich sag mal, das muss auch eine Philosophie von jedem Fußballverein sein, die jungen Talente eigentlich eine Möglichkeit zu geben, in der ersten Männermannschaft Fuß zu fassen. Der Fernando hatte diese Frage gestellt. Fernando, also ich hoffe, deine Frage konnte beantwortet werden. Metin hat noch gefragt, wie aus ihrer Sicht denn eine gute Kabinenansprache aussieht. Kurz und prägnant. Ich sag mal, heutzutage, ich kenne es noch von früher, dass man eine halbe, dreiviertel Stunde zusammensetzt und dort gewissermaßen Taktikbesprechungen macht. Aber man weiß, dass eigentlich wenig hängen bleibt, es sei denn, dass man wirklich mal vielleicht Zeit dazu findet, gewissermaßen eine ordentliche Gegneranalyse zu machen. Aber das macht man nicht vor dem Spiel, sondern vor dem Spiel gibt es kurze, knackige Worte. Heißt, dann lassen Sie auch die Mannschaft in Ruhe? Ja, ich glaube nicht, dass der Trainer noch dann, das richtige Handwerk hat oder das richtige Handwerk gelernt hat, wenn er kurz vor dem Spiel anfängt, Dinge zu erzählen und was zu machen ist. Das wird eigentlich eine Woche vorgearbeitet. Und im Hinblick dann auf kurz beim Rausgehen ist es einfach nur mal ein Heißmachen gegenseitig, dass man es gewissermaßen als Heißmacher für die Anfangsminuten benutzt. Was muss aus Ihrer Sicht das Ziel mit dem BFC sein? Ja, auf alle Fälle die Klasse zu halten. Das ist Minimum für so einen Verein wie BFC und dann versuchen wir dort gewissermaßen auch dann wieder die richtigen Schlüsse aus der Saison zu ziehen und dann gegebenenfalls für die neue Saison ein bisschen was mehr zu bewirken, als wie es jetzt die Tabellensituation hergibt. Aber unabhängig davon zählt erstmal das Primäre und ist der Klassenerhalt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.